Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum weiteren Trinktest auf dem Kanal. Wir schauen uns heute wieder von der Emio Limonade, ich glaube das letzte Getränk von der Marke an. Ich weiß es nicht, verbessert mich gerne in den Kommentaren. Wir schauen uns nämlich die Emio Limonade Mermaid Fantasy. Was heißt nochmal Mermaid? Oh, das sagt mir irgendwas. Nicht Meerjungfrau, oder? Meerjungfrau Fantasy? Nee, Mermaid, was war das nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Mermaid Fantasy, so alles im roten Stil gehalten, designtechnisch wieder geil. Also Design hat mich bis jetzt bei jedem Emio sehr überzeugt. Finde ich geil, finde ich ansprechend, finde ich knallig, fällt auf im Laden. Aber Geschmack hat mich, außer beim ersten, die anderen waren gut. Aber für das, was ich erwartet habe, meine Erwartungshaltung war höher. Und ich mache das immer so daran aus. Also ich schaue das an, denke mir, boah, krass, okay. Und dann trinkt man es und denkt sich, gut, so ungefähr. Aber wir schauen mal, wie das Mermaid Fantasy ist. Ich bin gespannt. Wir sehen hier eine Drachenfrucht, eine halbe aufgeschnittene. Ist das eine Drachenfrucht? Ja, ich glaube schon. Ne? Oh, ich will mir jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube schon. Dann Emio Limonade, Mermaid Fantasy, eben alles in so einem schönen Rotstil gehalten, designtechnisch auch wieder schön. Gefällt mir. Hier haben wir eine Melone, eine Kirsche und eine Drachenfrucht. Schaut lecker aus. 10% Frucht plus Vitamin B12 diesmal hier. Auch wichtig, ich sage immer, D und C sind meine Lieblingsvitamine, aber B12, vor allem für neurologische Sachen, auch ein Top-Vitamin. Kann man nichts sagen. Vor allem für Veganer sehr wichtig, weil die halt ein bisschen untermangelt sind an Vitamin B12. So, langfristig zumindest. So, Diverse Beverages GmbH in Berlin, das ist der Hersteller bzw. Vertrieb. 330 Milliliter mit drin, preislich sind die auch ganz okay, die Dinger. Und ja, wir haben hier unseren Text. Emio, jede Sorte ein fruchtig fresher Mix aus verschiedenen Früchten, kreiert von Emio und seinen Schwestern. Finde ich cool, mit der Familie zusammen, cooles Ding. Nur mit natürlichen Aromen, vegan. So, ja Leute, das ist die Dose soweit. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es kennt, wie ihr es findet. Und wir kommen zu den Nährwertangaben, die 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 122 Kilojoule bzw. 29 Kilokalorien. Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm. Kohlenhydrate 7 Gramm, davon Zucker 7 Gramm. Ja, geht's wieder an meine magischen Grenze, ne? Aber jetzt kommt es natürlich auf die Zutaten an, ob wir dann 4 oder 4 Minus geben. Aber ja, Eiweiß 0 Gramm, Salz 0 Gramm, Vitamin B12 0,38 Mikrogramm. Ist in Ordnung. Ein bisschen wenig, aber ist in Ordnung. So, Zutaten. Wir haben ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Wassermelonen, Drachenfrucht und Kirschgeschmack. Ich hoffe jetzt, wenn ich hier jetzt Apfelsaftkonzentrat irgendwo ganz oben lese, nur weil irgendwie der Hersteller oder so zu Emio oder zu dem Emir dann bestimmt gesagt hat, ja, das machen alle so, macht dir keine Sorgen und so, das wird schon passen, dann kriege ich es Kotzen, ich sag's euch. Wenn er es selber so gemacht hat, dann kriege ich auch das Kotzen. So. Und Vitamin B12, Fruchtgehalt 10%, davon 1% Wassermelone, 1% Drachenfrucht und 1% Kirsche. Ich gebe auf. Also echt nichts gegen die Person. Ich habe in jedem Video jetzt probiert, das bisschen gut zu reden. Ich gebe auf. Also ich habe es noch nicht probiert, aber Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, dass es nicht nach Mermaid Fantasy schmecken wird, sondern nach Apfelbasis mit Geschmacks zu, also halt so mit Geschmacksrichtungen. So, Zutaten, Hauptzutat Wasser, dann Zucker, dann Apfelsaftkonzentrat. 7% Apfelsaft, wir haben 10% Fruchtgehalt, davon sind 7% wieder Apfel. Ah, ey, nein, ich verstehe es. Es ist preislich günstiger, Apfelsaftkonzentrat kriegst du hinterhergeworfen. Aber du willst doch ein authentisches Produkt machen. Mach's auch nicht so wie, ne, wie andere Leute, die jetzt... Ich sag einfach als Beispiel, oh, ich will und krieg von denen allen ja kein Geld. Ich sag mal zum Beispiel Prime und Gönnergy, die haben keine echten Konzentrate drin. Ist scheiße, ist noch blöder als das, auf jeden Fall. Aber wenn du ein gutes Fruchtgetränk auf den Markt bringen willst, oder halt mit Fruchtgehalt, dann bring wenigstens das drin, soll das drin sein, was drauf ist. Das ist noch besser rein jetzt, was dieses Fruchtthema angeht, ne? Fruchtinhaltsstoffe, als ein Gönnergy und ein Prime. Aber ein Produkt, wo drauf steht, meinetwegen wie beim letzten Apple, ja okay, da war dann auch Apfel drin, keine Ahnung, wo irgendwas drauf steht, Mermaid Fantasy und es soll Drachenfrucht, Kirsche und Melone sein und du hast als Hauptbasis Apfel. No, 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 no. Also preislich verstehe ich es, aber deshalb so kann man den Preis drücken. Verkauf das lieber für 1,30. Ich würde es lieber kaufen für 1,30, wenn ich weiß, wir haben 3% Drachenfrucht, 3% Kirschgeschmack und 3% Wassermelonen. Und es ist machbar vom Preis. Naja, oh, Entschuldigung. So, danach Kohlensäure. Und dann Zitronensaftkonzentrat, Sauerkirschsaftkonzentrat, Drachenfruchtsaftkonzentrat, Wassermelonensaftkonzentrat, Konzentrat aus Karotte, Konservierungsstoff E202,
Säuerungsmittel, Zitronensäure, ein natürliches Aroma, wo nicht dasteht, woher, und Vitamin B12. Ja, B12 würde mich auch immer interessieren, in welcher Form. Die schreiben einfach nur B12 drauf, aber es gibt ja, oh Mann, jetzt auch so viele chemische Begriffe durch meine ganzen Tests im Kopf. Cobalamin, genau, es gibt ja Methylcobalamin, normales Cobalamin, was ist das schlechtere Cobalamin, was über Cyanocobalamin, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, Gesundheitsnote gibt es hier 7 Gramm. Ah, oh, wegen dem Apfelthema wieder eine 4 minus. Da bin ich jetzt sauer. So, also, okay, ich dachte schon, Kratzer. So, wir haben unser sauberes Glas hier, machen das Ganze auf. Ich hoffe wenigstens trotzdem Apfel, aber wird's nicht. Aber das wird jetzt so ein knalliges Mermaid Fantasy Geschmack. Es klingt halt so American, wisst ihr? Und es soll nicht mal so sein, aber, ah, Mann, ey. Okay. Ich habe ja meine Erwartungshaltung jetzt hier vornherein runtergeschraubt. Und Geruch ist geil. Farbe ist cool, natürlich halt ein bisschen feminin. Okay. Du hast die Apfelbasis, aber wir schauen jetzt mal. Leute, aufs Wohl. Sie spielen gut mit dem Apfel. Du riechst den Apfel, du riechst dran, du riechst Apfel. Du schmeckst Apfel. Aber sie spielen besser als in den Blueberry Bay und sogar besser als im Apfelding selbst mit dem Apfel. Also, ist cool. Ich würde immer noch sagen, ne, macht aus den 1% von dem ganzen Zeug, was da vor allem drin sein soll, macht da 3% draus. Es wird noch geiler schmecken, auf jeden Fall. Aber es ist schon gut. Aber wenn ich es jetzt mit dem Gönnergy wieder vergleiche, von heute Mittag, an der 1- kommt es auch nicht ran. Aber mir gefällt es besser als den Apfel, obwohl ich den, glaube ich, auch eine 2 plus gegeben habe. Aber trotzdem kriegt es hier auch eine 2 plus, obwohl ich es besser finde. Also Mermaid Fantasy und Orange Family könnt ihr probieren. Aber die anderen zwei bitte überarbeiten. Beim Apfel mehr Apfel. Mehr Apfelkick. Und bei der Blaubeere, bitte Leute. Bei der Blaubeere mehr Blaubeere. Das ist okay. Es hat was Besonderes. Es hebt, holt einen ab. Es hat trotzdem die Punkte, die mich auch ein bisschen stören. Aber es holt einen schon mehr ab, finde ich. Also Mermaid Fantasy, Orange Family, meine Favoriten von Emio Limonade. Leider nicht mein, was es eigentlich sein sollte, nämlich Blueberry Bay. Aber vielleicht, ja, kommt noch was. Leute, das war's mit Emio Limonade. Ich glaube, dem ersten mal letzten Produkt auf jeden Fall. Mermaid Fantasy. Und ja, wenn sie nicht da erheblich was ändern, dann auch, ja, Spaß, ey. Ich will die Marke jetzt nicht schlecht reden. Aber Design und so, mega cool, die zwei Sorten cool und ja, Leute, also, das war's mit dem Getränk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen Mittag wieder beim nächsten Test. Ich wünsche euch was, immer schnell bleiben und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.